Der Stream läuft. Müssen wir uns nicht stumm schalten? Herzlich willkommen zum Livestream des Jakob-Fugger-Zentrums im Rahmen der internationalen Gastdozentur von Aleida und Jan Assmann in Augsburg, dieses Mal live at home. Mein Name ist Andrea Rehling, ich bin die Geschäftsführerin des Jakob-Fugger-Zentrums und ich werde Ihnen, Aleida und Jan Assmann und Stefanie Waldo, die Sie hier quasi schon in den Startlöchern sitzen sehen, nicht weiter vorstellen. Das wird ebenso wie die Vorstellung unserer Universität und des Zentrums gleich noch ausführlich geschehen. Ich möchte Ihnen jetzt nur vorab in einer Art inoffizieller Vorrede ein paar technische Informationen zum Ablauf mit auf den Weg geben. Zum einen möchte ich Sie auf den Feedback-Chat hinweisen. Unter dem Video und auf unserer Homepage finden Sie den Link zu diesem Chat. Dort haben Sie während des Vortrags die Möglichkeit, dem Vortragenden Fragen zu stellen. Es ist aber auch möglich, Fragen an Aleida Assmann zu richten. Und ich möchte Sie bitten und auffordern, diese Möglichkeit zur Interaktion mit unseren Gastdozierenden reichlich zu nutzen. Selbstverständlich haben es sich die Präsidentin Sabine Döring-Manteuffel und der Dekan der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät Rainer Keller nicht nehmen lassen, unsere Gastdozierenden Aleida und Jan Assmann an der Universität Augsburg zu begrüßen. Aber wie heißt das bei den Tagesthemen immer so schön? Aus technischen Gründen haben wir diese Grußworte vorher aufgezeichnet. Dem Medienlabor der Universität Augsburg gilt unser Dank dafür. Soweit meine kurze technische Vorrede. Und nun geht es offiziell los. Und dann am Anfang steht selbstverständlich die Begrüßung der Hausherrin der Universität Augsburg, unserer Präsidentin, Frau Professor Sabine Döring-Manteuffel. Sehr geehrter Herr Dekan Keller, sehr geehrtes Direktorium des Jakob-Fugger-Zentrums, sehr geehrte Frau und Herr Professor Assmann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, Sie heute, wenn auch digital, an der Universität Augsburg zum Auftakt der diesjährigen Gastdozentur des Jakob-Fugger-Zentrums begrüßen zu dürfen. Mit dieser jährlich stattfindenden Gastvortragsreihe wollen wir herausragende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst einladen, ihre Arbeit zu präsentieren. Dies steht ganz im Sinne des Konzepts des Jakob-Fugger-Zentrums, in dem seit 2012 Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften zusammen an interdisziplinären und internationalen Projekten arbeiten. Der zugrunde liegende Gedanke ist der einer Netzwerkuniversität, in der nicht isoliert an Forschungsfragen gearbeitet, sondern fakultätsübergreifend kooperiert wird. Erinnern und vergessen, so der Titel Ihrer Vortragsreihe, sehr geehrte Frau und Herr Professor Assmann. Für die Universität Augsburg scheint das 2020 im 50. Jahr ihres Bestehens besonders passend. Wir blicken zurück auf ein halbes Jahrhundert Erinnerungen. Dass wir unser Jubiläum nicht wie geplant feiern konnten und Sie auch nicht nach Augsburg kommen konnten, das hat einen uns allen bekannten Grund. Überschattet wird weltweit, aber auch hier in Augsburg, alles von den Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie, die uns schon jetzt das Gefühl vermittelt, Teil einer historischen Entwicklung zu sein. Was diese und andere Ereignisse für Auswirkungen auf uns alle besitzen, wird sicher auch Eingang finden in Ihre Forschung zum kulturellen Gedächtnis von Gesellschaften. Denn das Leben und auch die Forschung finden weiterhin statt. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir nicht stillstehen und eben andere Wege gehen und Formate ins Leben rufen, um uns weiterhin auszutauschen. Heute beginnen wir Ihre Gastdozentur mit dem Vortrag von Herrn Professor Assmann, Die Erfindung des Altertums, Schrift, Kanon, Vergangenheit. Weitere Vorträge und eine Workshop-Reihe werden bis Februar 2021 digital stattfinden. Nochmals ein herzliches Willkommen und vielen Dank für Ihr Engagement und das aller Beteiligten, diese Vortragsreihe stattfinden zu lassen. Die internationale Gastdozentur am Jakob-Fugger-Zentrum ist eine Kooperation zwischen unserem Zentrum, der philologisch-historischen, der katholisch-theologischen und der philosophisch-sozialwissenschaftlichen Fakultät. Stellvertretend für diese drei Fakultäten spricht heute der Dekan der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Professor Rainer Keller, zu Ihnen. Ich
Sehr geehrter Professor Aßmann, sehr geehrter Herr Professor Aßmann, sehr geehrte Frau Präsidentin Döring-Manteuffel, sehr geehrtes Direktorium des Jakob-Fugger-Zentrums, liebe Gäste und Zuschauer in den Live at Home. Ich freue mich sehr, Sie heute, wenn auch unter diesen besonderen Umständen, im Namen der drei Fakultäten zu begrüßen, auf deren gemeinsame Initiative zusammen mit dem Jakob-Fugger-Zentrum diese internationale Gastdozentur zurückgeht. Mein besonderer Dank und das virtuelle Willkommen gilt unseren beiden Gästen, Frau Prof. Dr. Dr. H.C. Leider Aßmann und Herrn Prof. Dr. Dr. H.C. Jan Aßmann, ohne deren Bereitschaft, sich auf dieses digitale Abenteuer nun einzulassen, der heutige Abend nicht möglich gewesen wäre. Wir sind auf die Veranstaltung mit Ihnen sehr gespannt und freuen uns darauf. Die Frage, wie sich Gesellschaften erinnern und was sie zu vergessen suchen, wie sie ihren jeweiligen moralischen Kompass setzen und wie sie das dafür notwendige Wissen bewahren und aufbereiten, beschäftigen auch die Mitglieder unserer Fakultäten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und vielen Fächern. Wir sind gespannt, von Ihnen zu lernen und mit Ihnen zu diskutieren. Erlauben Sie mir ein Wort zu den drei beteiligten Fakultäten. Die philosophisch-sozialwissenschaftliche Fakultät, deren Dekan ich bin, vereint ein breites Fächerspektrum, das bildungs- und sozialwissenschaftliche, philosophische, theologische und künstlerische Disziplinen umfasst. Im Fokus stehen neben der eminent wichtigen Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer gesellschaftliche Handlungsfelder von zentraler Relevanz und Aktualität in Bildung und Kultur, Politik und Gesellschaft, Medien und Künsten. Kennzeichen für das wissenschaftliche Profil dieser Fächer sind theoriegeleitete, empirische und hermeneutische Beschäftigungen mit Gegenwartsfragen der Wissensgesellschaft, der gesellschaftlichen Integration, der Konflikte und der Medien, die immer wieder auch Fragen nach dem Orientierungswissen von Gesellschaften, von Erinnerung und Vergessen thematisieren. Die philologisch-historische Fakultät setzt einen besonderen Schwerpunkt auf Fragen der Globalisierung und Regionalisierung, auf Repräsentationsformen europäischer Kultur von der Antike bis zur Gegenwart und auf das fachorientierte Vermitteln in der Wissensgesellschaft. Ein besonderer Augenmerk wird dabei auf die Vermittlung und Medialisierung von Wissen sowie auf die Rezeption und produktive Aneignung antiker Kultur gelegt. Die Bedeutung des kulturellen Gedächtnisses auf ganz verschiedenen Ebenen in diesen Kontexten muss ich an dieser Stelle nicht extra betonen. Die dritte an der internationalen Gastdozentur beteiligte Fakultät ist die katholisch-theologische. Sie ist die zahlenmäßig kleinste Fakultät. Sie ist zugleich eine sehr lebendige Fakultät mit vielfältigen Forschungsinteressen, die Erinnern und Vergessen, aber auch liturgische Fragen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erforschen. Es wird sich erweisen müssen, wie die aktuelle Krise künftig erinnert wird, welche Erinnerungen zu ihrer Bewältigung bemüht werden, zeichnet sich zumindest teilweise bereits ab, im Guten wie vielleicht auch im Schlechten, wenn ich das so formulieren darf. Wir freuen uns, trotz der widrigen Umstände mit Ihnen in einen Austausch darüber treten zu können, wie Gesellschaften Wissen über und aus der Vergangenheit bewahren und wie sie das überliefern, was das Gemeinwesen bedroht und welche Rolle vielleicht die goldene Regel dabei spielt, diesen Gefährdungen etwas entgegenzusetzen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie das Format Live at Home möglich gemacht haben. Mein Dank gilt darüber hinaus allen, die zum Gelingen dieses neuen Formats beitragen und beigetragen haben. Vielen Dank. Und damit übergebe ich an unsere Direktorin, Frau Professor Stefanie Waldo, die Sie von hier aus durch den Live-Teil des Abends begleiten wird. Und ich mache an dieser Stelle einmal mein Video aus, um die Internetverbindung zu schonen. Ja, guten Abend. Ab hier beginnt also der Live-Teil. Das heißt, für etwaige Pannen können wir nicht mehr garantieren. Sehr geehrte Frau Professorin Aßmann, sehr geehrter Herr Professor Aßmann, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Dekan Keller, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als derzeitige Sprecherin des Direktoriums des Jakob-Fugger-Zentrums freue ich mich sehr, Sie heute Abend auch im Namen der Zentrumsmitglieder herzlich willkommen zu heißen. Wir waren begeistert, liebe Frau Aßmann, lieber Herr Aßmann, dass Sie unsere Einladung nach Augsburg angenommen haben.
Und wir sind sehr froh, dass wir nun gemeinsam einen Weg gefunden haben, Ihre Gastdozentur in Augsburg auch unter den derzeitig erschwerten Bedingungen durchführen zu können. Auch wenn die geistes- und sozialwissenschaftlichen Diskussionen ganz besonders von der Präsenz lebt, so hoffen wir doch mit unserem neuen Format Live at Home einen Weg gefunden zu haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank also dafür, dass Sie sich auf dieses Abenteuer mit uns einlassen. Ihren nun virtuellen Besuch in Augsburg haben Sie unter das Motto Erinnern und Vergessen gestellt. Und ich darf vielleicht sagen, dass ich mich ganz besonders freue, Sie heute Abend hier einführen zu dürfen, da ich mich noch sehr gut an meine erste Begegnung mit Ihnen erinnere, damals noch als Studentin auf einer Tagung der Stiftung für Romantikforschung. Und es sind in dem Fall vor allem die Sinneseindrücke, über die die Erinnerung gespeichert wurde, wie zum Beispiel ein Spaziergang im Grünen. Seither haben mich Ihre beiden Ausführungen zur Erinnerungstheorie und insbesondere zum kulturellen Gedächtnis immer wieder in meinen eigenen wissenschaftlichen Arbeiten begleitet. Hier stehe ich übrigens nicht alleine. In den Vorgesprächen, auch mit den Zentrumsmitgliedern, war das immer wieder deutlich, dass Sie tatsächlich auch hier einen Diskurs begründet haben, der auf vielerlei Hinsicht eben auch Auswirkungen hat. Für diese wertvollen Impulse bin ich Ihnen und sind wir Ihnen beiden sehr dankbar. Aleida und Jan Assmann, Sie sind vielleicht das, was man unter einem intellektuellen Paar im besten Sinne versteht. Und haben, das möchte ich ja auch noch erwähnen, weil es mich immer wieder beeindruckt, 5 gemeinsame Kinder. Auch wenn dies freilich eine sehr persönliche Entscheidung war und ist, so ist das doch, wie ich meine, für die nachfolgenden Wissenschaftlerinnen doch auch ein wichtiges politisches Signal. Sie beide prägen die wissenschaftlichen und auch öffentlichen Debatten wie kaum ein anderes Paar. Dabei denken sie im besten Sinne interdisziplinär. Natürlich sind Sie beide in Ihren die eigenen Wissenschaftskulturen beheimatet. Sie, liebe Frau Assmann, in der Anglistik, Sie, lieber Herr Assmann, in der Ägyptologie. Von dort ausgehend entwickelt Sie mit Ihren Ansätzen aber eine ganz eigene Strahlkraft, die sich nicht nur in den vielfachen Doktorwürden widerspiegelt. Das Thema der Erinnerungskulturen entwirft ein eigenes, disziplinunabhängiges Panorama und darin liegt sicher auch ein Grund für die besondere Anschlussfähigkeit an die Debatten des Jakob-Fugger-Zentrums. Denn auch hier wird disziplinübergreifend diskutiert, wie sich etwa gegenwärtige Handlungsräume gestalten, welche Rolle die Vergangenheit bei ihrer Entstehung spielt und wie sich auf dieser Basis Zukunft gestalten lässt. Sie haben Ihre Vorträge und Workshops unter das Motto Erinnern und Vergessen gestellt. Und Sie beleuchten unter diesem Titel die für das menschliche Zusammenleben entscheidende Frage, wie Gesellschaften Wissen über die Vergangenheit konservieren, auswählen und aktivieren und im Idealfall aus der Vergangenheit Orientierungswissen sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft zu generieren. Den Auftakt bilden Sie, lieber Herr Assmann, mit Ihrem Vortrag zu Die Erfindung des Altertums, Schrift, Kanon, Vergangenheit. Und interessanterweise, so viel darf ich vielleicht verraten, beginnen Sie mit der These, dass das Altertum kein europäisches Phänomen ist, sondern transkulturell gedacht werden muss und treffen damit im Kern eines der Anliegen des Jakob-Fugger-Zentrums. Der Zeitrahmen erlaubt es mir natürlich nur, Schlaglichter auf Ihre umfangreiche Biografie zu werfen. Insofern verzeihen Sie mir diese lückenhafte Einführung. Sie sind Ägyptologe, Religions- und Kulturwissenschaftler. Bis zu Ihrer Emeritierung 2003 hatten Sie den Heidelberger Lehrstuhl für Ägyptologie inne und seit 2005 sind Sie Honorarprofessor für Kulturwissenschaft und Religionstheorie in Konstanz. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die ägyptische Religion und Literatur in theoretischer und vergleichender Perspektive, Kulturtheorie, allgemeine Religionswissenschaft sowie die Rezeption Ägyptens in der europäischen Geistesgeschichte. 1965 haben Sie in Heidelberg zum Thema liturgische Lieder an den Sonnengott promoviert und 1971 über das Grab der Basa Nummer 389 in der thebanischen Nekropole habilitiert.
Gastprofessuren und Fellowships führten sie nach Berlin, München, in die USA, nach Paris und Jerusalem. Gemeinsam gründeten sie mit ihrer Frau Aleida Aßmann 1978 den Arbeitskreis Archäologie der literarischen Kommunikation, der verschiedene Disziplinen ins Gespräch bringen sollte. Seine erste Tagung hatte 1979 das Thema Schrift und Gedächtnis. Sie stellte die Weichen für die Ausarbeitung des Konzepts und der Erforschung des kulturellen Gedächtnisses. Sie haben sich in zahlreichen Publikationen mit der ägyptischen Zivilisation als einer von Ordnungs- und Gerechtigkeitsvorstellungen geleiteten Gesellschaft befasst. Ich nenne hier nur exemplarisch Totale Religion, Ursprünge und Formen puritanischer Verschärfung 2016, Achsenzeit, eine Archäologie der Moderne 2018, Exodus, die Revolution der alten Welt von 2019, aber auch Kult und Kunst, Beethovens Missa Solemnis als Gottesdienst von 2020. Aktuell forschen sie unter anderem in der Projektgruppe Gemeinsinn, was ihn bedroht und was wir für ihn tun können. Vielleicht gibt es auch im Anschluss an Ihren Vortrag noch Gelegenheit, darüber zu sprechen. Sie sind vielfach ausgezeichnet worden mit dem Max-Planck-Forschungspreis, dem Alfred-Krupp-Wissenschaftspreis, den Europäischen Essay-Preis für Ihr Lebenswerk, mit dem Thomas-Mann-Preis, um nur einige wenige Auszeichnungen zu nennen. Gemeinsam mit Ihrer Frau Aleida Aßmann wurde Ihnen unter anderem 2018 der Friedenspreis des deutschen Buchhandels zuerkannt. Und allein in diesem Jahr wurde Ihnen der Ordre pour le Mérite und der Wissenschaftspreis der österreichischen Forschungsgemeinschaft verliehen. Den Auftakt dieser Vortragsreihe wird die hochaktuelle Frage bilden, welche Rolle Schriftkultur und Kanonbildung dabei spielen, Werte und Normen, Ordnungen und Krisen zu reflektieren. Lieber Herr Aßmann, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und sind gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, darf ich das als Signal nehmen? Ja, gut. Ja, guten Abend, sehr verehrte Frau Präsidentin Döring-Manteuffel, sehr geehrte Frau Direktorin, Frau Dr. Waldur, ich bedanke mich sehr, sehr für Ihre so ungemein freundliche, ausführliche Einführung. Und liebe Frau Rehling, ich freue mich auch sehr, wenn auch nur at home, doch irgendwie in Augsburg zu sein und bedanke mich sehr für diese Einladung einer Gastprofessur. Ja, was wir mit einigem Stolz das klassische Altertum im Sinne einer zeitlos maßgeblichen Epoche der griechisch-römischen Vergangenheit nennen, ist kein, Frau Waldur hat das schon gesagt, ist kein exklusiv europäisches, sondern ein in der ganzen alten Welt bezeugtes Phänomen, das ungefähr gleichzeitig in China, Indien, Persien, Israel und Griechenland auftritt. Diese Beobachtung geht schon auf das 18. Jahrhundert zurück und wurde von Karl Jaspers auf den ungemein einflussreichen Begriff der Achsenzeit gebracht. In diesem Vortrag möchte ich zeigen, dass die Ausbildung einer solchen Struktur von Geschichte und kulturellem Gedächtnis mit der Entwicklung von Schriftkultur zusammenhängt, die typischerweise in drei Stufen verläuft. Erstens die spezialisierte Schriftlichkeit, zweitens die kulturelle Schriftlichkeit und drittens Kanon und Kommentar. Diesen Zusammenhang von Schriftentwicklung und Vergangenheitsbewusstsein möchte ich am Beispiel Altägyptens und einigen seiner Nachbarkulturen zeigen. Ich beginne, wie es sich gehört, mit Stufe 1. Zuerst zwei allgemeine Bemerkungen. Erstens, ich unterscheide zwischen Schriftsystem und Schriftkultur. Die Frage nach dem Schriftsystem hat es mit Unterscheidungen wie Laut- und Sinnschrift sowie Buchstaben, Silben und Wortschrift zu tun. Die Frage nach Schriftkultur betrifft die verschiedenen Anwendungsbereiche und sozialen Einbettungsformen von Schrift. In diesem Vortrag konzentriere ich mich auf Fragen der Schriftkultur und blende Fragen des Schriftsystems, so interessant sie sind im Fall der Hieroglyphenschrift,
aber das blende ich aus. Allen Anwendungsformen von Schrift liegen bis heute zwei Funktionen zugrunde: Kommunikation und Speicherung. Als Kommunikationsmedium unterstützt die Schrift die Stimme und macht es möglich, mit einer Botschaft räumlich und zeitlich ferne Adressaten zu erreichen, so wie das jetzt ja auch die Digitalisierung auf andere Weise geschafft hat. Als Speichermedium unterstützt die Schrift das Gedächtnis und macht es möglich, Daten festzuhalten, die kein menschliches Gedächtnis sich merken kann. Die Schrifterfindung geschah in Ägypten und Mesopotamien gegen Ende des 4. Jahrtausends völlig eindeutig im Zeichen der Speicherfunktion, der Buchhaltung und des Archivs. In Mesopotamien kann man das allmähliche Herauswachsen der Schrift im engeren Sinne aus einem vorschriftlichen Notationssystem sehr gut beobachten. Der Schritt zur Schrift wird vollzogen mit der Phonetisierung der Zeichen. Darunter versteht man das Zeichen, die bis dahin nur einen Sach- oder einen Zahlwert hatten, zum Beispiel 5 Schafe, nun mit einem Lautwert verbunden werden. Und dieser Schritt wird erzwungen durch die Notwendigkeit, Eigennamen zu schreiben, um Besitz- und Verpflichtungsverhältnisse zu beurkunden. Zugleich mit den Techniken der Fixierung solcher Verhältnisse entsteht ein Ort, an dem derartige Daten gesammelt und aufbewahrt werden, das Archiv. Mit Urbanisierung und Staatenbildung werden Besitz- und Abgabenverhältnisse komplexer und zwingen hierzu Techniken der Fixierung, Berechnung und Beurkundung, die dann ihrerseits neue Formen politischer und wirtschaftlicher Organisation ermöglichen. In Ägypten entsteht die Schrift ebenfalls im Funktionsbereich von Wirtschaft und Buchhaltung, greift aber sehr schnell auf 3 ganz andere Funktionsbereiche über. Und das sind politische Repräsentation, monumentale Grabkultur und Kult. Die Notwendigkeit politischer Repräsentation ergibt sich dort, wo die Größe des Herrschaftsbereichs physische Präsenz nicht mehr möglich ist. Genau das war der Fall im alten Ägypten, wo sich mit geradezu rasanter Geschwindigkeit aus einigen rivalisierenden Häuptlingstümern ein Zentralstaat entwickelte, dessen Ausdehnung vom Mittelmeer bis zum ersten Katarakt sich im Laufe der nächsten 3,5 Jahrtausende nicht mehr grundlegend veränderte. Es handelt sich um den ersten großräumigen Zentralstaat der Menschheitsgeschichte. Denn in Mesopotamien bildeten sich Stadtstaaten, die sich erst später zu einem Einheitsstaat zusammenschlossen. Zur politischen Repräsentation gehört die Darstellung königlicher Aktionen. In jener Zeit hatte man die Jahre noch nicht gezählt, sondern anhand solcher Aktionen benannt. Und das brauchte man auch für die Zwecke der Buchhaltung, um Waren und Urkunden datieren zu können. Und so gehen Buchhandlung und Geschichtsrepräsentation hier ineinander über. Aus diesen frühen Formen der Geschichtsrepräsentation entwickeln sich Medien ägyptischer Geschichtsdarstellung, Annalistik und Königsliste, mit deren Hilfe die Ägypter messen und darin orientieren konnten. Ein zweiter Bereich früher Schriftverwendung entsteht im Zusammenhang der Grabkultur. Und hier entwickelt sich die Sitte, die Opferstelle mit einer Stele oder Platte zu markieren, auf der Name und Titel, später auch Opfergaben für den Grabherr markiert sind. Und damit wird der Keim gelegt zu einem beispiellosen Projekt der Schriftverwendung. Nur in Ägypten hat sich die Schrift diesen Raum angeeignet. Es gibt kaum ein schlagenderes Beispiel für die Dynamik der Schriftkultur, die nicht im Schreiben oder in einem bestimmten Schriftsystem als solchem angelegt ist, sondern sich erst aus der Interaktion der Schrift mit den besonderen gesellschaftlichen, politischen und allgemeinkulturellen Umständen und Voraussetzungen einer bestimmten Gesellschaft ergibt.
so selbstverständlich uns auch die Assoziation von Schrift und Unsterblichkeit erscheint, es waren die Ägypter, die zuerst den Raum des Schreibens über die Todesgrenze hinaus erweitert und die Verewigung der vergänglichen irdischen Existenz zu ihrem Zentralprojekt gemacht haben. Und wir sind alle Erben dieses initialen Vorstoßes. Schon um 2700 vor Christus beginnt man, über die Titulatur hinaus die Lebensgeschichte und den Charakter der Verstorbenen im Grab aufzuzeichnen. Und hier fungiert das Grab als ein Archiv, das ein Gedächtnis des Verstorbenen festhält und ihn vor dem Vergessen der Nachwelt bewahrt. Die Schrift dient hier in ihrer kommunikativen Funktion dem Diskurs mit der Nachwelt. In ihrer Speicherfunktion wird sie ab dem 24. Jahrhundert vor Christus aktiviert, als man daran ging, auch die Innenwände des Grabes zu beschriften, um das Gedächtnis des Verstorbenen zu ersetzen. Und so kommt es zur Entstehung der Totenliteratur. Die Schrift wird hier für die Kolonisierung des Imaginären eingesetzt. In Gebieten, die anderweitig dem menschlichen Geist unzugänglich geblieben wären. Auch wenn wir heutigen mit diesen Wissensgebieten nichts mehr anfangen können, verdient das Phänomen einer derartigen sprachlich-begrifflichen Erschließungsleistung unsere Bewunderung und unser Interesse. Ein dritter Bereich entwickelt sich in Ägypten im Kult. Hier hat sich früh das hohe Amt des Vorlesepriesters herausgebildet, der aus einer Papyrusrolle die langen Rezitationstexte abliest. Die ägyptische Bezeichnung dieser Texte, Seahu, bedeutet wörtlich übersetzt in einen Ahnengeist verwandeln und bezieht sich auf die Umwandlung des Toten in ein unsterbliches Mitglied der Götterwelt. Natürlich verbindet sich die verwandelte Kraft dieser Texte nicht mit der Schrift, sondern mit der Rezitation, der Performance im Rahmen des Kults. Die Schrift dient nur der Fixierung des Wortlauts. Sie hat genau dieselbe Funktion wie die Mnemotechnik der indischen Brahmanen, die der Schriftlichkeit misstrauen und das trainierte menschliche Gedächtnis für das zuverlässigere Medium halten. Aber wenn auch in den frühen Bürokratien und Tempelskriptorien Ägyptens und Mesopotamiens viel geschrieben wurde, bewegen wir uns noch immer in einem schriftkulturellen Stadium, das ich als spezialisierte Schriftlichkeit bezeichnen möchte. Die Schrift wird in einzelnen spezialisierten Bereichen eingesetzt, wie Wirtschaft und Verwaltung, Kult und Divination, Grabdekoration und Grabausstattung, aber solange nicht der Kernbereich der Kultur, die allgemeine Überlieferung, im wesentlichen Umfang von der Schrift erfasst wurde, kann man nicht von einer vollen Schriftkultur sprechen. Was ist dieser Kernbereich der Kultur, die allgemeine Überlieferung? Das ist, was wir, Aleida Aßmann und ich, das kulturelle Gedächtnis nennen. Und darunter verstehen wir jede Form des kollektiven Gedächtnisses, die es einer Gesellschaft ermöglicht, sich und ihre symbolische Sinnwelt zu reflektieren und über die Generationenfolge hinweg zu reproduzieren. Und hier hat die Schrift zunächst einmal nichts verloren. Das ist der Bereich von mündlicher Überlieferung und Mnemotechnik. Es sieht ganz so aus, als sei das kulturelle Gedächtnis bei den frühen Schriftkulturen in der mündlichen Überlieferung besser aufgehoben als in der schriftlichen. Und das hat verschiedene Gründe. Erstens prägen sich die Inhalte des kulturellen Gedächtnisses, die großen Mythen von der Entstehung der Welt, der Geschichte des Stammes oder Volkes, die moralischen Regeln und sozialen Normen, aufgrund ihrer Bedeutsamkeit und meist auch poetischer Formung, leicht dem Gedächtnis ein. Man darf nicht vergessen, dass die Schrift zu dem Zwecke erfunden wurde, gerade das Nicht-Einprägsame, die kontingenten Daten von Wirtschaft und Verwaltung festzuhalten.
Zweitens sind die verschiedenen Formen und Gattungen des kulturellen Gedächtnisses multimedial. Sie leben in der Performance und verbinden typischerweise Sprache mit Mimik, Gestik, Tanz, Gesang, Musik, Ritual und lassen sich daher nicht ohne weiteres auf schriftliche Aufzeichnung reduzieren. Die professionellen Träger des kulturellen Gedächtnisses, die Barden, Griots, Medizinmänner, Schamanen, bedienen sich zwar oft bestimmter Notationstechniken, aber der Schritt zur vollständigen Verschriftung dieser Traditionen wurde nicht als Notwendigkeit empfunden. Und daher dauert es in Mesopotamien viele Jahrhunderte, in Ägypten vielleicht sogar mehr als ein Jahrtausend, bis auch diese Bereiche anfingen, sich der Schrift zu bedienen. Mit diesem Schritt entstehen dann die großen kulturellen Texte, die sich einer grundsätzlichen Reflexion gesellschaftlicher Werte, Normen, Ordnungen und Krisen widmen. Und das sind Texte, die man aufgrund ihrer überragenden Bedeutsamkeit immer wieder abschreibt und in spätere Zeiten mitnimmt. Und so kommt es über kurz oder lang zu einem Strukturwandel des kulturellen Gedächtnisses. Die kulturellen Texte bewahren ein Sprachstadium, das in immer größeren Abstand zu der sich verändernden Umgangssprache gerät. Und dadurch wird die Kultur zweisprachig und zweischichtig. In den großen Texten und ihrer klassischen Sprache verkörpert sich ein Jahrhunderte- oder Jahrtausende altes klassisches, das heißt vorbildhaftes und maßgebliches Altertum. Dieser Vorgang ist kein Spezifikum des Abendlandes. Er lässt sich in allen entwickelten Schriftkulturen beobachten. Nicht jede Vergangenheit ist ein Altertum. Zu einem Altertum gehört nicht nur, dass es vergangen ist. Es muss auch abgeschlossen sein und darf sich nicht kontinuierlich in die Gegenwart hinein fortsetzen. Sonst handelt es sich nur um Vergangenheit. Die Vorstellung eines Altertums setzt daher die Erfahrung eines Bruchs voraus. Und das ist nicht nur der Bruch zwischen klassischer und Umgangssprache, die nun als zwei verschiedene eigen zu erlernende Sprachen in Erscheinung treten, sondern eine viel umfassendere Brucherfahrung. In der alten Welt ist das der Bruch zwischen Bronzezeit und Eisenzeit, also die Zeit zwischen dem 12. und dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und dieser Bruch löst überall in der alten Welt erinnernde Rückgriffe auf eine vorbildliche Vergangenheit aus. Zum Begriff des Altertums gehört das Ferne, Abgeschlossene, Vollendete, ja in gewisser Weise sogar Tote, zu dem nun allerdings auch gleich der Begriff des Unsterblichen hinzutritt. Die Paradoxie des Altertums liegt darin, dass es zugleich unwiederbringlich vergangen und zeitlos maßgeblich ist. Es lässt sich nicht fortsetzen, aber wiederbeleben. Jeder Altertumsbezug ist ein Akt der Wiederbelebung. Eine weitere Folge der Verschriftung kultureller Traditionen ist die Ausdifferenzierung der Überlieferung in Zentrum und Peripherie. Vieles einmal Aufgezeichnete und Gespeicherte verliert im Lauf der Zeit seine Bedeutung und driftet vom Zentrum der Zirkulation ab in die Peripherie. Und damit gliedert sich das kulturelle Gedächtnis in der Terminologie Aleida-Aßmanns in Funktions- und Speichergedächtnis, beziehungsweise Kanon und Archiv. Und diese Unterscheidung bezieht sich nur auf das kulturelle Gedächtnis von Schriftkulturen. Während in schriftlosen Kulturen alles der Vergessenheit anheimfällt, was nicht als Quelle von Sinn und Orientierung für die Gegenwart gebraucht wird, lagert sich in Schriftkulturen viel des einmal Aufgezeichneten in Archiven ab. Durch die Schrift wird das kulturelle Gedächtnis komplex und gliedert sich in Vordergrund und Hintergrund. Allerdings muss man hier sofort eine Einschränkung machen. Was sich speichern lässt, ist die schriftliche Aufzeichnung. Nicht unbedingt, aber auch ihr Sinn. Davon kann der Ägyptologe ein Lied singen. Was ist das für ein Unterschied zwischen unserer Lektüre eines Textes von Homer oder Jesaja, der über die Jahrtausende hinweg gelesen und ausgelegt wurde, und der eines ägyptischen Textes,
der aus jahrtausendelanger Verborgenheit wieder aufgetaucht ist. Wir kennen die Schrift, die Sprache, die Grammatik, wir können ihn übersetzen, aber von einem wirklichen Sinn verstehen sind wir oft weit entfernt. Und solche Wiederbelebung ausgelagerter, vergessener Traditionsbestände ist neben der Kanonpflege die Aufgabe der Geisteswissenschaften. Mendelssohn hat Bachs Matthäus-Passion aus Leipziger Archiven ausgegraben und eine musikalische Revolution bewirkt. Von solchen Entdeckungen und Revolutionen ist die Geistesgeschichte voll. Durch diese Reanimierbarkeit des Ausgelagerten findet nun zwischen Vordergrund und Hintergrund oder in anderer Terminologie zwischen Kanon und Archiv ein dynamischer Austausch und eine ständige Grenzverschiebung statt, die dafür sorgt, dass das kulturelle Gedächtnis in Interaktion mit geschichtlichem Wandel und historischen Erfahrungen fortwährend sich verändert und erneuert. Der Kanon dessen, was einer Gegenwart als Maßstab und Inbegriff alles für ihr Selbstbild und ihre Weltorientierung Wichtiges gilt, verschiebt sich innerhalb gewisser Grenzen mit jeder Generation. Das kulturelle Gedächtnis als solches ist kein Archiv, sondern ein dynamischer Prozess, bei dem aber in dem Maße, wie Schrift im Spiel ist, Archive eine Rolle spielen. Im Bereich des Kanons, also des Zentrums kultureller Schriftlichkeit beziehungsweise des verschrifteten kulturellen Gedächtnisses, wirken nun zwei gegenstrebige Tendenzen. Wir haben sie als Textpflege und Sinnpflege unterschieden. Bei der Textpflege geht es um die genaue Bewahrung der Textgestalt in Wortlaut und möglichst auch Prosodie. Darauf kommt es vor allem im Bereich magischer und ritueller Texte an. Texte also, von deren korrekter Aufführung besondere Wirkungen abhängen. Das gibt es auch im Bereich der mündlichen Überlieferung. Innerhalb der Schriftkultur aber, und nur hier, kommt es zu Verfahren der Textpflege, die mit dem Geist des Archivs zusammenhängen. Die Ägypter entwickelten zum Beispiel im Fall des Totenbuchs philologische Verfahren, wie etwa die Herstellung eines verbindlichen Textes aus verschiedenen Handschriften unter Angabe der Varianten. Sehr ausgefeilte Methoden der Textpflege begegnen auch in der Keilschriftbibliothek des Assurbanipal in Nineveh. Die Tafeln enthielten oft ausführliche Nachschriften, aus denen eine geradezu religiöse Einstellung der Schreiber zu Schrift und Schriftlichkeit spricht, die typisch orientalisch ist und im Judentum einer späteren Zeit kulminiert. Die Kanonformel, die verbietet, etwas wegzunehmen, hinzuzufügen oder umzustellen im überlieferten Text, begegnet zuerst in der Keilschriftliteratur. Sinnpflege wird denjenigen Texten zuteil, die in der Erziehung, Ausbildung und Bildung künftiger Generationen eine zentrale Rolle spielen. Das sind die kulturellen Texte, in denen eine Gesellschaft das verbindliche Gefäß der Werte und Orientierungen erblickt, die sie an die Jungen weitergeben will. Den Inbegriff ihrer kulturellen Identität, die es über die Generationenfolge hinweg zu reproduzieren gilt. Und das betrifft eben jene Texte, die das innerste Zentrum des Überlieferungsstroms bilden, wie das Gilgamesch-Epos in Mesopotamien, das Totenbuch und gewisse Klassiker der Weisheitsliteratur in Ägypten und die fünf Bücher Mose, genauer die Priesterschrift und das deuteronomistische Geschichtswerk im frühen Judentum. Hier kommt es nun in einigen Bereichen der alten Welt zu einem zweiten Schritt der Kanonbildung, der die allergrößten Folgen hatte und die Fundamente der geistigen Welt, in der wir heute leben. Und das ist die Entstehung der Exegese, die Unterscheidung zwischen Text und Kommentar und damit auch zwischen Textpflege und Sinnpflege. Der kanonische Text wird nun dem Prozess des Interpretierenden und Aktualisierenden Ein- und Fortschreibens strikt entzogen und ein für alle Mal in seinem verbindlichen Wortlaut festgelegt. Dafür entsteht aber um ihn herum eine Kommentarliteratur,
die seinen Sinn lebendig hält, ihn also fortlaufend animiert und reanimiert. Und diese Verfahren der gleichzeitigen Textpflege und Sinnpflege lassen einerseits den kanonisierten Text unangetastet und halten ihn genauestens von allen Veränderungen fern. Andererseits aber beleuchten sie ihn semantisch auf der anderen Ebene des Kommentars. Und dieser Schritt wird ungefähr gleichzeitig in Fernost, also China und Indien, und in Jerusalem und Alexandria vollzogen. Ohne diesen zweiten entscheidenden und doppelten Kanonisierungsschritt in den Jahrhunderten um die Zeitenwende hätte es das Abendland als einen geistigen, bis heute bewohnten Raum nicht gegeben. Wie man weiß, hängen im Judentum Kanonbildung und Diaspora-Erfahrung in Babylon und in Ägypten, Alexandria, untrennbar zusammen. Die Juden haben es verstanden, sich nach dem Untergang des Nordreichs 722 vor Christus, nach dem Fall Jerusalems 587 und in den Jahrhunderten der Fremdherrschaft als Provinz im Perserreich, unter den Seleukiden, im Römischen Reich und schließlich in der Diaspora immer wieder neu zu erfinden. Und das Instrument dieser kollektiven Selbsterfindung war der in diesem Prozess entstehende und diesen Prozess steuernde Kanon der hebräischen Bibel. Mit seiner um ihn herum wachsenden Kommentarliteratur in Mishnah, Midrash und Talmud. Der Kanon wurde zum Außenhalt einer kollektiven Identität, die ihre normalen Stabilisatoren der Erinnerung, wie vor allem Land und Staat, Königtum und Tempel, verloren hat. Und dem Kanon das Geheimnis ihres kulturellen Überlebens fand. Dieses Geheimnis, einmal oder vielmehr zweimal gefunden in Palästina und in Indien, wurde dann zum Erfolgsprinzip neuer und weltumspannender Religionen wie Buddhismus, Christentum und Islam. Etwa gleichzeitig mit diesen Kanonisierungsprozessen in Palästina und Indien vollzog sich ein ähnlicher Vorgang in Alexandrien, der die Fundamente des späteren Abendlands legte. Die an der Bibliothek von Alexandria beschäftigten Gelehrten führten, um der Masse der hier gesammelten Schriften irgendwie Herr zu werden, die Unterscheidung ein zwischen den zu behandelnden und den übrigen Autoren oder Texten. Und so ergab sich zum Beispiel die Auswahl von dreien aus der Fülle der griechischen Dramatiker, also Aeschylus, Sophokles, Euripides, und einigen wenigen aus der Fülle ihrer Werke. Ein Kanon ist ebenso ein Instrument des Vergessens wie der Erinnerung. Was nicht in den Kanon gelangt, hat allenfalls im Archiv eine Überlebenschance. Die Bibliothek von Alexandrien enthielt ja auch alle übrigen nicht behandelten Werke. Und leider ist sie verbrannt. Und was uns der ägyptische Wüstensand und die keltischen und syrischen Kopisten und Übersetzer sowie die byzantinischen Philologen an außerkanonischer Literatur erhalten haben, ist ein verschwindend geringer Bruchteil des ursprünglichen Bestandes. Der Kanon wirkt wie ein Scheinwerfer, der innerhalb des kulturellen Gedächtnisraums einen Bereich hell ausleuchtet und gerade dadurch alles andere abdunkelt. Kanonisierung und Auslegungskultur gehören zusammen. Denn wo man den Wortlaut der Texte nicht verändern darf, und das ist die Definition von Kanonisierung, ist der Kommentar die einzige Möglichkeit der Erneuerung und Aktualisierung. Was sich hier veränderte, war die Organisationsform des kulturellen Gedächtnisses. Mit der Archivierung auch des Sinns, des Geistes, wie sie durch die Verbindung von Kanonisierung und Exegese möglich wird, entsteht ein Referenzraum und Verstehenshorizont, innerhalb dessen die großen Texte zugänglich, verständlich und verbindlich bleiben. Nicht schon durch die schriftliche Aufzeichnung, sondern erst durch Kanonisierung und Kommentierung ist Homer unsterblich geworden. Kanon und Exegese erschließen einen Raum virtueller Gleichzeitigkeit
der uns zu Gesprächspartnern Jahrtausende alter Vorgänger und fernster Nachgeborenen macht. Und dadurch kommt es, dass wir in und mit diesen Texten noch heute leben, dass uns Homer und Euripides, Plato und Aristoteles, Jesaja und Jeremia, Paulus und Augustinus genauso nah sind wie Dante und Joyce, Shakespeare und Goethe, Proust und Kafka, die ohne diese Vorgänger gar nicht denkbar sind. Der amerikanische Philosoph Alfred North Whitehead hat die gesamte abendländische Philosophiegeschichte als Fußnoten zu Plato bezeichnet. Und das trifft genau die neue Struktur des abendländischen kulturellen Gedächtnisses. Aber ebenso auch alle anderen geistigen Traditionen, die diesen Durchbruch zur fortlaufenden Exegese ihrer kanonischen Texte geschafft haben. Wie ganz besonders China mit seinen buddhistischen, daoistischen und konfuzianischen Kommentarwerken. Für diesen Chronotopos der kulturellen Gleichzeitigkeit hat der Philosoph Karl Jaspers den Begriff der Achsenzeit geprägt und gezeigt, dass sich diese Kristallisation einer Epoche zum klassischen Altertum in Ost und West ungefähr gleichzeitig um 500 vor Christus plus minus 300 Jahre vollzog. Allgemein wird die Achsenzeit heute als eine evolutionäre Errungenschaft, ein Schritt vorwärts, ein Durchbruch zur Moderne verstanden. Ihr Hauptcharakteristikum weist jedoch in die genaue Gegenrichtung. Im Licht der Gedächtnistheorie lässt sich diese Schwelle auch als eine ganz neue Form der Verankerung in der Vergangenheit deuten. Eine entscheidende, durchbruchartige Steigerung unserer Möglichkeiten, uns auf eine Vergangenheit beziehen, zurückzuschauen, an geheiligten Traditionen festzuhalten und aus diesem Rückgriff die Kraft zur Erneuerung zu schöpfen. Mit der Möglichkeit des verstehenden Rückbezugs auf die geistigen Errungenschaften früherer Jahrhunderte entstand ein Fundament, auf dem neue Gebäude von bislang ungeahnter Größenordnung errichtet werden konnten, die wir noch heute bewohnen und damit der geistige Vergangenheitshorizont unserer westlichen Bildung. Er reicht so weit zurück wie die Texte und Artefakte, mit denen wir durch eine mehr oder weniger ununterbrochene Auslegungs- und Rezeptionsgeschichte verbunden sind. Die biblischen Propheten und die homerischen Epen also bis ins 8. Jahrhundert vor Christus. Ganz so hermetisch, wie Jaspers es darstellt, ist dieser Vergangenheits- und Verstehenshorizont jedoch nicht abgeschlossen gegenüber dem, was ihm vorausliegt. In den letzten 70 Jahren, seit Jaspers seine Thesen publizierte und die Assyriologie und Ägyptologie sich zu umfassenden Kulturwissenschaften entwickelten, wurde viel erreicht in der Aufhellung der vorachsenzeitlichen Welt. Und so beginnt allmählich auch der alte Orient im Vergangenheitshorizont unserer Kultur aufzutauchen. Umgekehrt bedeutet dieser Verstehensanspruch, wie Jaspers ihn für die großen Texte der Achsenzeit postuliert, aber auch einen Akt der Aneignung, demgegenüber es den Eigensinn, die konstitutive Fremdheit der alten Texte anzuerkennen gilt. Die Achsenzeittheorie von Karl Jaspers geht also in zwei Richtungen zu weit, in der Verfremdung der vorachsenzeitlichen und in der Aneignung der achsenzeitlichen Texte. Zum Abschluss bleibt vielleicht noch etwas Zeit für ein kurzes Resümee. Drei Punkte möchte ich dabei hervorheben. Erstens, der Rückblick auf ein Altertum, das heißt eine klassische, normative Epoche der Vergangenheit von zeitloser Geltung, ist kein europäisches Privileg, sondern ist allen auf den Schriftkulturen der alten Welt basierenden Kulturen, China, Indien, Persien, Israel, Griechenland, Rom, gemeinsam. Zweitens, der Rückblick auf zwei Altertümer, das klassische und das biblische, ist dagegen die Besonderheit der europäischen Kultur und hat hier für erhebliche Spannungen gesorgt. Ebenso eigentümlich ist, dass diese beiden Altertümer ihrerseits auf ein Altertum zurückblicken, das ihnen noch einmal um 2.000 bis 3.000 Jahre vorauslag, nämlich Ägypten. Israel versteht sich aus Ägypten hervorgegangen, ausgezogen,
Griechenland führt seine Kultur auf Ägypten und den Orient zurück. Drittens, die altägyptische Kultur hat ihrerseits eine entsprechende Gedächtnisstruktur ausgebildet und das Mittlere Reich, also was wir das Mittlere Reich nennen, ungefähr von 2000 bis 1750 vor Christus, zu einer Klassik erhoben, an deren Vorbild es sich ab ca. 1500 als seinem klassischen Altertum orientierte. Und das zeigt, dass diese Formation kein Phänomen der Achsenzeit um plus minus 500 vor Christus ist, sondern mit der evolutiven Dynamik der Schriftkultur zusammenhängt. Allerdings hat das alte Ägypten die dritte Stufe von Kanon und Exegese nicht erreicht. Und das mag einer der Gründe sein ihres Untergangs. Und dass sie aber die zweite Stufe so stark ausprägte, ist wiederum einer der Gründe ihres intensiven Nachlebens in der griechischen Literatur und damit auch der abendländischen Kultur. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Aßmann, für diesen spannenden Vortrag. Und wir haben ja vorher besprochen, wir werden jetzt versuchen, ins Gespräch zu kommen. Frau Gehling wird die Rolle des Publikums übernehmen und die Fragen des Publikums einspeisen. Und ich werde jetzt einfach mal beginnen, quasi mit ein paar Fragen. Und wir ergänzen uns idealerweise dann gegenseitig. Als Literaturwissenschaftlerin interessiert mich natürlich auch die Frage, hören Sie mich? Ja, also zum Aufhören. Dann warte ich vielleicht noch einen Moment. So. Ja, ich höre. Also, Literaturwissenschaftlerin interessiert mich natürlich auch die Frage nach den Gattungen. Und zwar insbesondere nach den Gattungen, die ja die Mündlichkeit auch in gewisser Weise inszenieren. Sie haben es am Rande im Grunde schon angesprochen, der Mythos spielt eine Rolle, aber zum Beispiel auch die Novelle oder auch das Märchen. Also Gattungen, die explizit eigentlich eine Reflexion des mündlichen oder der mündlichen Überlieferung auch bieten. Und ich habe mich gefragt, ob diese Gattungen für das kulturelle Gedächtnis von besonderer Relevanz sind. Also, dass sie im Grunde genommen die Mündlichkeit, die Überlieferung auch reflektieren und vielleicht sogar auch teilweise in Frage stellen. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Da müssen wir unterscheiden zwischen solchen Gattungen, die eine mündliche Vorgeschichte haben. Ja. Oder wie Sie schon sagten, Mündlichkeit inszenieren. Also natürlich die homerischen Epen inszenieren Mündlichkeit. Sie sind gewissermaßen die Nachschrift einer mündlichen Tradition. Dasselbe gilt natürlich auch für das Märchen. Und also viele Texte sind tatsächlich aus mündlicher Überlieferung hervorgegangen. Und dann gibt es andere Gattungen, die entstehen überhaupt erst in der Schriftkultur. Und das, würde ich mal sagen, sind Gattungen der Weisheitsliteratur. Und zwar natürlich die Spruchliteratur basiert auf Sprichwörtern, die mündlich überliefert wurden. Aber da gibt es auch eine Form, eine Gattung, die wir der Ägyptologie Auseinandersetzungsliteratur nennen. Und das sind Texte, die nun, sagen wir so, die brennenden Probleme der Überlieferung vor allen Dingen natürlich das Problem, das unter dem Stichwort Theodizee behandelt wird, also die Gerechtigkeit Gottes, die unverdienten Leiden des Gerechten und so weiter. Das ist eine blühende Literaturgattung in der mesopotamischen Literatur, kommt auch in der ägyptischen vor, natürlich das Buch Hiob. Also das sind Texte, von denen ich annehmen würde, die sind aus dem Geist der Schrift entstanden. Also Texte, die Conditio Humana sehr fundamental, grundlegend reflektieren. Und
Und sagen wir, das Prinzip Ihrer Ausbildung und Diversifikation hängt Ihnen sehr stark auch zusammen mit dem Beruf des Schreibers, des Literaten, der etwas ganz anderes ist als der Beruf des Barden, des Trägers mündlicher Überlieferung. Also der Literat, der literarische Schreiber sieht sich mit ganz anderen Problemen konfrontiert, vor allen Dingen mit dem Problem, dass er ständig etwas Neues bieten muss. Er muss über die Tradition hinausgehen, die liegt ja vor, die kann man sehen. Jeder weiß, was die Leute vor 100 Jahren geschrieben haben, das kann er nicht einfach wiederholen. Der Barde hat genau diese Aufgabe, er muss die Tradition reproduzieren, verkörpern. Und so gibt es eben dann auf dem Gebiet der schriftlichen Überlieferung einen gewissen Innovationsdruck und eine enorme dann auch Entwicklung. Das beste Beispiel dafür ist die Musikgeschichte. Ja, also in dem Moment, wo es gelingt, Musik aufzuschreiben, vor allen Dingen so aufzuschreiben, dass man nicht nur die Tonhöhen, sondern auch die Tonlängen notieren kann, entsteht Mehrstimmigkeit. Und da gibt es, das ist der Take-off einer ungeheuren Entwicklung, mit dem sich das musikschreibende Abendland eben weit von allen sonstigen Musiktraditionen der Welt entfernt hat. Also diese Dynamik der Schriftlichkeit. Und wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Musik nehmen, ja, da kommt es ja zu einer ungeheuren Fülle von Gattungen. Also Symphonien, Streichquartette, Opern, Oratorien und so weiter, die in der mündlichen Überlieferung, also in mündlichen, in der sozusagen Weltmusik, sehr viel einfacher und sparsamer und anders liegen. Und so ist es eben auch in der schriftlichen Literatur. Da gibt es halt auch eine Fülle von Gattungen, die weit über das hinausgehen, was eben in den Gedächtniskulturen der mündlichen Überlieferung lebendig war. Mhm. Ja, vielleicht darf ich da nochmal rückfragen. Also meine Frage zielte auch ein bisschen darauf ab, dass Sie ja im Grunde genommen ja auch selbst schon deutlich gemacht haben, dass diese Überlieferung ja durchaus auch einen Bildungs- oder vielleicht sogar auch einen normativen Aspekt innehat. Und wäre nicht dann, gerade wenn es um die also der Bezug zur Vergangenheit geht, den man ja im Grunde genommen immer nur hypothetisch herstellen kann, wäre nicht dann die Mündlichkeit fast die ethischere Form des Umgangs mit Vergangenheit und reflektieren nicht dann gerade diese Gattungen, die ich genannt hatte und auf die Sie ja auch Bezug genommen haben, dieses Dilemma, dieses ethische Dilemma eigentlich. Also, dass Sie versuchen, das aufzuarbeiten, indem Sie quasi über Ihre Mündlichkeit und über Ihren Vergangenheitsbezug reflektieren. Ja, das Reflektieren, nicht? Das ist doch ein typisches Merkmal der Schriftkultur. Natürlich das Dilemma, also so ganz habe ich die Frage nicht verstanden, muss ich gestehen. Vielleicht können Sie das nochmal, es ist auch akustisch ein bisschen schwierig, vielleicht nochmal so auf eine kurze, prägnante Form bringen. Mhm. Also die Frage war, ob es Gattungen gibt, die eben, Sie haben ja deutlich gemacht, dass es unterschiedliche Gattungen gibt, die quasi aus der Schriftlichkeit entstehen und welche aus der Mündlichkeit natürlich entstehen. Aber meine Frage zielte eher darauf ab, ob quasi die Inszenierung der Mündlichkeit auch in Schriftgattungen oder Gattungen, die dann in die Schriftkultur übergegangen sind, ob diese Inszenierung der Mündlichkeit auch eine ethische Komponente hat, und zwar insofern, als sie gegen vielleicht eine Kanonisierung oder gegen einen normativen Blick auf Vergangenheit anschreiben. Ja, da muss ich mal rückfragen. Fällt Ihnen da, haben Sie da ein Beispiel vor Augen? Naja, ich hätte natürlich als Gattungen den Mythos oder auch die Novelle vor Augen, die ja nicht nur im Rahmen oft, also die Novelle nicht nur im Rahmen oft eben die Mündlichkeit inszeniert und damit auch immer wieder deutlich macht, die Diskrepanz zwischen dem, wie quasi erzählt werden
kann und wie, oder beziehungsweise, also dass der Zielrahmen eigentlich immer einer ist, der auch ständig überprüft werden muss. Und damit auch der Bezug zur Vergangenheit immer wieder neu überprüft werden muss. Also dass im Grunde der Sinnhorizont, auch von dem Sie ja auch gesprochen haben, eigentlich immer wieder neu hergestellt wird. Ja, ich hole mir mal Verstärkung. Ja. Ja, vielleicht habe ich davon etwas aufgeschnappt, worum es hier geht. Ich glaube, die Frage zielt darauf, wie autoritätsgebunden, pfadabhängig diese schriftliche Überlieferung ist, so wie du sie dargestellt hast, und ob es nicht in der Mündlichkeit andere Wege gibt, das zu umgehen und andere Formen der Innovation auch zu inszenieren. Die Frage ist eigentlich damit verbunden, wie ja, Abhängigkeit von Überlieferung dann zu Formen auch einer normativen Prägung führen kann, die aus der man nicht mehr rauskommt. Mhm. Das ist natürlich eine Voraussetzung, die jetzt gemacht wird, die vielleicht nicht genügend einbezieht, Innovationsdruck genannt hat. Also die Schrift und die Vorbilder und diese Rückwärtsanbindung an Modelle garantiert nicht unbedingt eine traditionsgebundene und autoritative Tradition. Denn in der Schrift ist ja gerade auch das Moment nicht nur der Reflexion, sondern auch des Andersmachens gegeben. Hm. Also wenn man das schon hat, dann kann man es auch anders machen. Hm. Also wie zum Beispiel der Musik. Trotzdem finde ich die Frage nach wie vor interessant, weil es so auch eine soziologische Komponente reinbringt, dass die Mündlichkeit vielleicht so etwas ist wie ein Strom, der da quer durchgeht, der das Gefüge der Überlieferung irgendwie auch kreuzt und damit auch Innovation schafft. Ja, also die Innovations-, sagen wir mal, Kraft der mündlichen Überlieferung. Das hat ja der Ethnologe Jan van Sina so wunderbar dargestellt. Also wie sich so die großen Stammesmythen verändern, so im Rhythmus so von 10, 20 Jahren. Da gab es dann, da ist der Stamm von dort gekommen und 20 Jahre später von da. Und dann gab es 5 große Heroen und dann später gibt es 20. Also das wird immer der Gegenwart adaptiert. Aber in der Schriftkultur, da gibt es tatsächlich ganz neue Formen von Spannung, Widerspruch, Abweichung. Also in dem Moment, wo sich der Kanon der hebräischen Bibel formiert, ja, und abgrenzt, in dem Moment entsteht eine ungeheure Fülle heretischer Literatur. Also das ist, am besten ist das in der Geschichte des Neuen Testaments zu sehen, und die ist eben umgeben von einem unglaublichen Umkreis von gnostischer Literatur. Und das entstehende Christentum hatte sich da ungeheuer zu Wehr zu setzen gegen Häresien. Gnostische, aber auch Arius, der Arianismus und so weiter. Deswegen wurde da auf den Konzilen ständig das Glaubensbekenntnis wieder aktualisiert. Wir lesen jetzt gerade in einem Online-Seminar in Konstanz das Buch Hiob. Und das entstand bereits in so einer Epoche, so sagen wir viertes, drittes Jahrhundert, wo der Kanon allmählich in seinen Grundzügen feststand. Und dieses Buch Hiob übernimmt es, sich, sagen wir da, heraus, in ein, das von außen zu sehen. Also eine sich aus diesem kanonisierten Selbst- und Gottesbild einfach herauszubewegen und auf ganz andere Gottesbilder zurückzugreifen, die also so in der Frühzeit, in der kanaanäischen, in dem Heidentum, der heidnischen Vorgeschichte Israels liegen. Also diese Erzeugung von Spannungen zum Mainstream zur kanonischen Überlieferung. Oder auch das Buch Kohelet, das doch also sehr vielen offiziell gelehrten Gewissheiten ins Gesicht schlägt. Das sind also typische Möglichkeiten der Schriftkultur, Widerspruch anzumelden, eben auch gerade
Heresien auszuarbeiten. Und ich glaube, das wäre in der mündlichen Überlieferung nicht möglich. Mhm. Vielleicht können wir jetzt mal schon ein paar Fragen aus dem Publikum reinnehmen. Es sind sehr viele Fragen gekommen und als erstes möchte ich schon mal den Dank und den Applaus, der auch im Chat geäußert wird, überbringen für diesen spannenden Vortrag. Und eine der ersten Fragen, die gekommen ist, ist bei den, Sie haben sehr stark auf die Bedeutung von Schrift und Kanon für das kulturelle Gedächtnis, sind Sie eingegangen. Und da kommt die Frage, welche Rolle das Ritual dabei spielt. Und daran vielleicht eine zweite Frage anschließend. Ob nicht gerade schriftlich überliefertes Wissen besonders stabil in seinem Sinngehalt bleibt, etwa durch stetig wiederkehrende Einübung. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Also das ist eine Frage, die mich ganz besonders interessiert und animiert, denn das ist genau das Thema, das ich in diesem Buch Kult und Kunst behandelt habe. Also da habe ich das liturgische Gedächtnis versucht, mal stark zu machen. Und natürlich spielt das Ritual auch eine ganz entscheidende Rolle. Und was man nun beobachten kann, ist aber auch, dass die Schriftkultur, und das gilt auch eben für die Geschichte der Messe, die natürlich eine Liturgie ist, dass die Schriftkultur hier auch wieder zu Revolutionen führen kann. Und also im Alten Testament ist das schon in den prophetischen Einlassungen greifbar, wo die Propheten, sagen wir mal, gegen den Kult wettern. Ja, dafür interessiert sich Gott nicht, für eure Sabbate und Neumonde oder für eure Opferstiere und so weiter. Gott interessiert sich nur für das Recht tun, für Recht und Gerechtigkeit und die Armen nicht unterdrücken und so weiter. Das ist es, worauf es ankommt. Das ist also bei vielen Propheten, kann man diese Kultkritik hören. Und diese Kultkritik ist entsprechend auch eine Ritualkritik. Und es kommt immer mehr darauf an, dass der Text im Gottesdienst gelesen und ausgelegt wird. Also das, was man Wortgottesdienst nennt, ja, das entsteht eben auch in den frühen Jahrhunderten, also oder sagen wir den späten Jahrhunderten des ersten Jahrtausends. Neben allem Wortgottesdienst und aller Predigt und so weiter, gibt es ein liturgisches Gedächtnis, das bis heute lebendig ist und das im Judentum bis heute ja den Auszug aus Ägypten lebendig hält und das im Christentum bis heute die Nacht, wie es da heißt, die Nacht, da er verraten ward, also die Nacht des Abendmahls und so weiter, lebendig hält. In jedem Gottesdienst kommt das vor, die Einsetzungsworte. Und ganz unabhängig von ihrer schriftlichen Fixierung. Ich hatte eben auch den Eindruck, als ich mich damit beschäftigte, dass Paulus die Einsetzungsworte jetzt nicht irgendwo gelesen hat. Er hat ihm nicht Petrus ein Schriftstück überreicht, sondern der hat die gehört im Kult, in der Liturgie. Die hat sich gleich nach Jesu Tod vermutlich in Jerusalem und in Antiochien früh schon gebildet. Und da hat Paulus das gehört und hat es dann in die Form gebracht, die er da im ersten Korintherbrief gefunden hat. Also das liturgische Gedächtnis, vielen Dank, ist ganz wichtig. Und dann ist es aber eben auch wiederum die Schrift, nämlich die Musikschrift, die Geschichte der Musikentwicklung, dass Beethoven es schafft, in seiner Missa Solemnis sich nun vom Gottesdienst zu emanzipieren, beziehungsweise in seiner Messe nun im Konzertsaal den Gottesdienst mit seinen Mitteln zu vollziehen. Also auch hier haben wir diese Innovation, diese Spannung, auch diese, man kann schon fast von einer Revolution sprechen, die durch Schrift ermöglicht wird und auf das Ritual dann auch revolutionierend zurückwirkt.
Vielleicht daran anschließend, Sie haben ja auch auf die Bedeutung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses hingewiesen und die Bedeutung der Wiederholung zur Pflege des Sinns. Welche Bedeutung hat der Lehrer in diesem Kontext vielleicht als eine Art Gatekeeper, der den Sinn frisch und zeitgemäß hält? Ja. Kann man das sagen? Ja, ja. Also interessanterweise ist gewissermaßen die Urszene dieser Erziehung und Belehrung das Gespräch von Vater und Sohn. Also die ägyptischen Weisheitslehrer, die inszenieren sich immer als eine Unterweisung des ältesten Sohnes durch den Vater. Also der Vater, der sich allmählich so aus seinen offiziellen Aufgaben in der Gesellschaft verabschiedet und nun den Sohn da einführt, wie man sich in der Gesellschaft bewährt. Und in der Bibel ist es sehr stark, sagen wir, der Hof, wie man sich am Hof benimmt, wie man am Hof vorankommt. Und das heißt, es ist immer, es sind immer konkrete Situationen des sozialen Lebens. Und es ist also auch hier eine inszenierte Mündlichkeit. Diese Lehren, die Sprüche, nicht? Also das Buch der Sprüche, das sind immer solche Lehren, die ein Lehrer dem Sohn erteilt. Das ist natürlich eine reine Fiktion, also dass nun Salomon da als Lehrer tätig war. Aber es ist sehr interessant, diese eine riesige, im ganzen alten Orient und auch in Griechenland, Hesioten, eine reiche Tradition dieser Unterweisung. Und da ist es nur doch sehr interessant, dass einmal die Schriftkritik bei Plato gegenüberzustellen. Also Plato in dem Dialog Phaedros äußert ja ein abgrundtiefes Misstrauen, ja, in die Möglichkeit, dass die Schrift da irgendwas erreichen könnte in der Übermittlung von Sinn. Und dass nur das mündliche Wort erreicht, dass im hörenden Schüler da etwas sich aufbaut an Verständnis, Weisheit. Und dieses Misstrauen, das wird also in der orientalischen Welt, die eben dieses religiöse Verhältnis zu Schrift und Schriftlichkeit hatte, nicht geteilt. Das ist getragen von einem großen Vertrauen in die Möglichkeit der Schrift, auch den Sinn zu transportieren. Und da ist es dann eben der Kommentar, der diesen Sinn vor, sagen wir mal, einer gewissen Versteinerung bewahrt, ja, und immer wieder lebendig hält. Also an diese Kommentare, an diese exegetische Literatur, diese zwei, sagen wir, doppelbödige Überlieferung, also nicht nur die Texte, sondern auch noch deren Auslegung, hat Platon nicht gedacht. Und ja, ich weiß nicht, möchtest du das? Wollte ich nur sagen, gibt es da einen Unterschied, gerade weil der Lehrer angesprochen wurde und wir vorher vom Ausleger sprachen? Gibt es da nicht doch gewisse Rollendifferenzen? Gibt es nicht eine Erneuerung durch Weitergabe, das ist das Lehrer-Schüler-Verhältnis, und eine Erneuerung durch eine neue Auslegung? Und da sind wir ja eigentlich in anderen sozialen oder kulturellen Welten. Und in der einen Welt spielt halt doch die Tradition, das war ein Begriff, der heute noch gar nicht vorkam, eine große Rolle. Tradition heißt ja Weitergabe. Und da gibt es immer auch diese transgenerationelle Kontinuität, die da eingebaut ist in die Überlieferung. Während heute haben wir ja gehört, das Ganze beginnt mit dem Bruch. Also da haben wir plötzlich 3 Jahrhunderte, die da fehlen. Und man muss dann wieder völlig neu anknüpfen. Ja, also die Frage wäre auch die nach der Kontinuität der Überlieferung auf der einen Seite und der Voraussetzung eines solchen Bruchs. Ja, ja. Ja, ja. Also Beispiele für solchen Bruch sind als zum Beispiel das Dark Age, ja, das dunkle Zeitalter in Griechenland. Das ist die Periode zwischen 1200 und 800 vor Christus. Über diesen Bruch hinweg nun die homerischen Epen entstehen, die auf die Zeit davor zurückgreifen. Also die erzählte Zeit der homerischen Epen ist die mykenische Kultur, 14. bis 13. Jahrhundert, und die Erzählzeit ist das 8., 7. Jahrhundert.
Und ähnlich auch in der Bibel. Da ist dieser Bruch der Untergang von Nord- und Südreich. Ja, der Zusammenbruch dieser Königreiche, dieses babylonische Exil, und der Abbruch der Tradition, auch der Abbruch dieser Lehrer-Schüler-Verhältnisse. Diese Leute, die da nach Babylon deportiert wurden aus Jerusalem, also diese ganze schriftkundige Elite, die hatte nun, sagen wir mal, deren Traditionsformen, die waren verschwunden. Sie hatten aber Möglichkeit, Texte mitzunehmen und hatten auch aus der Erinnerung wahrscheinlich vieles zu Papier gebracht, was in der Tradition lebendig gewesen war. Und es ist dieser Bruch, der die Kanonbildung, ja, die Kodifizierung der Überlieferung provoziert hat. Und es ist also in unserer Kultur ja genau dasselbe mit dem sogenannten dunklen Mittelalter. Also der Untergang des Römischen Reiches ist halt auch so ein Bruch, der zum Glück schon sehr früh, also in Byzanz und in Irland, die keltischen Mönche, die iroschottischen Mönche, die haben sich gleich daran gemacht, also ungeheure Skripturien aufzubauen, in denen also fieberhaft Texte kopiert wurden, um diesen Untergang irgendwie zu überbrücken. Aber der Bruch, das kann man also genauso auch für Indien und China und so weiter nachweisen. Das Incentiv, ja, das Motiv zur Überlieferung ist der Verlust. Es sind sehr viele Fragen gekommen, deshalb versuche ich die mal so ein bisschen noch zu bündeln. Vielleicht daran anschließend an den Kanon. Häufig wird der Appell formuliert, diesen oder jenen Kanon aktiv zu verändern, etwa indem weibliche Stimmen mit aufgenommen werden. Kann ein Kanon überhaupt solcher Art zielgerichtet geformt werden, ist die eine Frage. Und die andere geht so ein bisschen an diese Überlieferung. Welche Rolle spielt das kulturelle Gedächtnis bei der Wiederentdeckung des Altertums, also etwa in der Zeit der Renaissance? Gibt es auch dort den gefühlten Bruch oder waberten die Informationen eher durch die Jahrhunderte hindurch, unabhängig von den Klassikern? Ja, also das ist schon richtig, dass immer gearbeitet wird an der Veränderung des Kanons, natürlich nicht des sakralen Kanons, das ist nicht zu schaffen, aber des literarischen Kanons. Und dass man jetzt also genug hat von den alten weißen Männern und dass nun auch mal die Frauen und die Farbigen da zu Wort kommen. Das ist eine Debatte, die wahrscheinlich mit jeder Kanonisierung zusammenhängt, also der literarische, der klassische, der Bildungskanon, der ist nie in der Weise abgeschlossen wie der sakrale Kanon. Und die zweite Frage, was war das nochmal? Das war die Frage, wie die Renaissance, welchen Einfluss die solche Fragen, also solche Wiederentdeckungen des Altertums auf die den Kanon haben oder ob diese Informationen einfach bestehen geblieben sind und durch, ich sag mal, als Informationen durch die Zeit gewabert sind, hatte es die Frage. Ja, ja, sehr gut. Ja, da ist natürlich, ich meine, der klassische Kanon ist durch die Großherzigkeit der Mönche in den Klosterbibliotheken erhalten geblieben, in Teilen erhalten geblieben. Das ist schon also eine fantastische Leistung, dass die nicht nur ihre Kirchenväter ständig abgeschrieben haben, sondern auch die klassischen Autoren, die ihnen irgendwie, sagen wir einmal, einbeziehbar erschienen. Also natürlich Platon war ungeheuer einbeziehbar, Timaios, ja, die Schöpfung und so weiter. Also aber das hat man dann auch ausgedehnt auf die Tragiker und so weiter. Also das ist schon ein Glück für uns und eine große, sagen wir mal, Großzügigkeit der Mönche, für die man ihnen sehr dankbar ist. In Byzanz ein bisschen anders, das waren Philologen, die haben natürlich ihre griechische Tradition gepflegt und da ist also manches eben auch überliefert worden, auf dessen Überlieferungswürdigkeit die Mönche nie verfallen wären. Das ist zum Beispiel das Corpus Hermeticum, ja,
also hermetische Schriften, die mit dem Christentum, naja, die ist schon so ein bisschen was zu tun haben, dass als das Laktanz etwa das sehr geschätzt hat und da Parallelen festgestellt hat. Aber im Ganzen ist das Corpus Hermeticum ja ungefähr das Gegenstück zur Bibel. Oder eben auch das Hieroglyphenbuch, das Horapollon, das sind Bücher, als die entdeckt wurden. Ja? Da haben sie eine richtige Revolution ausgelöst. Also vieles ist da in der Renaissance aus der Verborgenheit entdeckt worden. Und manches hat natürlich auch gewabert in den Klosterbibliotheken. Und die Mönche haben sich auch sehr mit Alchemie beschäftigt. Und da ist also auch manches Ägyptische überliefert worden, was nun, sagen wir, mit dem Christentum überhaupt nichts zu tun hat. Und in der Renaissance zum Tragen gekommen, in Gegenbewegung, muss man schon sagen, zum Christentum. Da spielt die Renaissance eine ganz große Rolle. Vielleicht kann man noch mal zur ersten Frage des Wandels des Kanons sagen. Das ist eine außerordentlich aktuelle Frage. Und das ist nicht nur Teil der Veränderung, die ständig im Kanon stattfindet, sondern wir haben, also ich allein in meiner Lebenszeit, habe einen solchen radikalen Wandel des Kanons erlebt. Ich gehöre ja nun zu der Neuphilologie und nicht zur alten Welt. Und da kann ich wirklich sagen, dass alle Autoren, die ich gelernt habe in meinem Studium, in dem Moment, als ich antrat, um nun selber lehren zu dürfen oder zu sollen, out waren. Also die waren alle nicht mehr passabel und ich musste mich auf einen ganz neuen Textzusammenhang einstellen. Das hat mich total fasziniert. Also auf der einen Seite die Delegitimierung der älteren Autoren, aber auch das Phänomen dieser Revolution, der Kanonrevolution, die wir erlebt haben. Und das war eine ganz, ganz wichtige Sache. Das war wirklich eine Sprengung. Eine Sprengung eines Gebildes, das man dann plötzlich im Nachhinein doch als sehr festgefügt feststellte. Ja. Und dann gab es eben solche Leute wie Harold Bloom, der sehr stark an dieser Kanonbildung festgehalten hat und sie auch sehr inszeniert hat, der dann mal so einen Satz sagte wie diesen: Vielleicht ist die Zeit nicht mehr die, in der wir dieses kulturelle Gedächtnis noch managen können. Also er als Gatekeeper fühlte sich plötzlich nicht mehr, er fühlte, dass ihm eine Autorität aus der Hand genommen wurde. Und diese Dynamik, die also von Dynamik war heute viel die Rede, aber das ging nun plötzlich in Richtung auch einer Sprengung der globalen Literatur führt, dass sich alles nicht nur in Europa abspielt, sondern dass man von ganz verschiedenen Teilen der Welt sich in diesen Kanon einschreiben kann. Das war einfach eine wahnsinnig wichtige Revolution, würde ich sagen, ja. Kanonrevolution, und hat, glaube ich, auch die Form, in der Kanonisierung weiter stattfindet, nachhaltig verändert. Vielleicht würde ich nochmal in die Gegenwart springen, da wir jetzt gerade schon auch so ein bisschen einen Ausblick in die Gegenwart bekommen haben. Was mich auch interessieren würde, sind zwei Sachen. Zum einen das Verhältnis von Bildlichkeit und Schriftlichkeit, was ja auch in Ihren Ausführungen eine große Rolle spielt. Und die Frage wäre, wie sich die Schriftkultur eben auch ändert im Zuge der neuen Medien, der Entstehung der neuen Medien, und welche Auswirkungen das auf das kulturelle Gedächtnis hat. Denn und wir kennen ja auch die zunehmende Bildlichkeit oder den Einzug der Bildlichkeit auch in die neuen Schriftkulturen. Da fällt mir jetzt etwas ein, was ich heute Nachmittag gelesen habe. Und das ist ein Aufsatz mit dem Titel, also wenn man die Erinnerung, jetzt nehme ich einmal ein sehr kanonisches Thema, sozusagen die Erinnerung an den Holocaust weiter lebendig erhalten möchte, dann muss man sie in neue Gattungen überführen. Und die neue Gattung, von der da die Rede war, das wirst du mich jetzt erraten, das war das Computerspiel. Also wir reden jetzt nicht nur von der Hologrammisierung der Zeitzeugen, dass die jetzt in interaktive Prozesse transferiert werden, damit
sie auch weiter in die Schulen gehen können, um die mit den Schülern zu interagieren. Das wäre auch eine ganz neue Technologie, die gerade am Horizont auftaucht. Hier wird das die Gattung Computerspiel benutzt und damit kriegt man zum ersten Mal einen Eindruck, wie das eigentlich mit dem Gebrauch dieser Medien ist. Offenbar, es gibt es in bestimmten Altersgruppen so viele, die einen sehr engen Bezug zu Computerspielen haben, dass, wenn man denen etwas anbieten kann, man dann über dieses Medium erreichen kann, dass die sich damit anfangen auseinanderzusetzen. Und in der Tat ist in diesem Jahr ein Computerspiel auch auf den Markt gekommen. Also ich glaube, es heißt In Dark Times. Das ist außerordentlich anspruchsvoll gemacht und es führt dazu, dass sich die Leute, die damit umgehen, in Situationen dieser Zeiten zurück hineinbegeben und damit auch unter Entscheidungs- und Gewissensdruck geraten, das also eigentlich reenacten und durchspielen können, wie sie sich in dieser Situation, diesen Zeiten verhalten hätten. Ja, also das Wechselspiel von Bildlichkeit und Schriftlichkeit geht ja weit zurück. Vor allen Dingen natürlich in diesen wunderbaren Traditionen der Bebilderung der biblischen Überlieferung. Also für die illiterate Bevölkerung wollte man doch die biblischen Themen anschaulich bebildern. Da gibt es ganz wunderbare Beispiele. Schon ganz früh, also gibt es die Synagoge von Dura Europos, das ist aus dem 3. Jahrhundert, über und über bebildert die biblische Geschichte. Und dieses Ineinander von Texten und Bildern, das geht ja eigentlich durch die ganze abendländische Geschichte durch, also diese Fülle, etwa wenn man nur denkt, diese Fülle von Gobelins, ja, auf denen die ganze antike Mythologie immer dargestellt wird und gerade auch im Sinne der Identifizierung, also so wie etwa Herakles, das ist sagen wir, häufigst ja, dargestellte Mythos auf diesen Bildern und auf diesen Gobelins, die man sich in die Schlösser hängte. So wollte sich eben auch der Graf oder Fürst oder so weiter, der die aufhängte, darstellen. Also man hat sich mit den Texten und den Bildern identifiziert, natürlich Theater und Oper. Also das war immer so, wenn wir vom kulturellen Gedächtnis sprechen, immer ein Ineinander. Gerade die Bilder sind genauso ein Medium, ein Gedächtnismedium wie die Texte. Aber das ist das Computerspiel, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber auch da kann man wieder sagen, es gibt eben Spiele, gerade dieses sogenannte Joker del Oca, das Gänsespiel, also ein Würfelspiel, wo man würfelt und dann eine Linie nachgeht. Je nachdem, wie viele Augen man gewürfelt hat, kommt man eben 3 oder 5 oder 6 Stufen voran. Also Mensch, ärgere dich nicht, das ist auch noch so ein Spiel. Und da gibt es eben Spiele, die sozusagen transmedial funktioniert. Es gibt ein Spiel, in dem das zum Beispiel die Oper die Zauberflöte in ein Würfelspiel umsetzt. Und da geht man, ich glaube, durch 60 verschiedene oder noch mehr Felder, bis man eben von der ersten Begegnung mit der Schlange, ja, die einen da verfolgt, ausgeht, dann schließlich im Tempel der Weisheit landet. Also ja, das ist also eine alte Geschichte mit diesen Wechselspielen. Auf keinen Fall ist es eine, sagen wir mal, wasserdichte Grenze, ja, zwischen Bildern und Texten. Nicht wasserdicht, auch im Sinne eben des sozialen Zugangs zu diesen Texten. Ja. Also die neuen Medien eröffnen für andere Gruppen neue Zugänge. Ja. Das ist ja auch ein Punkt, wenn man für die Mündlichkeit eben. Man könnte natürlich auch fragen, ob wir uns hin entwickeln zu einer Kultur oder wieder hin entwickeln zu einer Kultur der Mündlichkeit. Also zum einen
Wäre die Frage, also vor dem Hintergrund zu sehen, der Verlust des Speichermediums Schrift oder eine Veränderung natürlich auch, also vor dem Hintergrund neuer potenziell kurzlebiger Speichermedien. Und das andere wäre auch, also Sie haben ja gesagt in Ihrem Vortrag, dass die Ausbildung der Schriftkultur eben auch dadurch zustande kam, dass die Herrschaftsbereiche sich so ausgedehnt haben, und man eben die physische Präsenz nicht überall gleichzeitig leisten konnte. Das heißt, man brauchte die Schriftkultur, um die physische Präsenz eben aufzufangen. Und in modernen Gesellschaften ist natürlich diese physische Präsenz vielleicht in anderer Weise vorhanden oder eben durch Digitalisierung zum Beispiel auch und durch das Spiel mit Nähe und Distanz natürlich vielleicht nicht mehr so in der Weise notwendig. Also zusammengefasst nochmal gefragt, entwickeln wir uns wieder zu einer Kultur der Mündlichkeit? Ja, also das ist eine Frage, die ich dann absolut nicht beantworten kann, auch weil es mir da an den möglichen prognostischen Methoden fehlt. Ich möchte nur nochmal betonen, dass natürlich auch die Digitalisierung, die Computer schlüpfen auch eine Schrift. Ja, dieses System mit dem 0, 1, 0 und 1 und so weiter ist eine Schrift, die mit ganz wenig, das heißt mit zwei Zeichen auskommt, aber dafür unendliche Ketten, ja, Zeichenketten generieren muss. Und das geht halt so schnell im Computer, dass es wie die Schrift und noch viel wirkungsvoller funktioniert. Aber es ist immer noch Schrift. Und diese Funktionen der Schrift, nämlich Kommunikation und Gedächtnis, Speicherung, die haben sich enorm verstärkt, wobei die, sagen wir mal, die Funktion der Kommunikation dominiert. Genau, also der Kommunikation in Echtzeit, die ja ermöglicht, während die Schrift ja immer auseinanderziehen von Schreiber und Leser, die sind nicht gleichzeitig waren. Das waren ja auch die ersten Sätze heute, dass die Schrift kann der Kommunikation die Stimme stützen. Und sie kann sie dadurch auch im Raum auseinandernehmen. Also man kann sich einen Brief schreiben. Und das andere ist eben die Interaktion im gleichzeitig. Ja. Und wir haben ja auch mal ein Kapitel geschrieben mit der Überschrift sekundäre Oralität, um genau das wieder einzufangen, was inzwischen möglich ist. Also diese instantane, im selben Raum, nicht im selben Raum, aber im selben Zeit, Horizont kommunizieren und auch das Twittern und so weiter sind ja alles Formen, die auf diese unglaubliche Schnelligkeit ausgerichtet sind, der Interaktion. Also ich glaube schon, dass sich das, da die Schrift natürlich, die es weiterhin ist, die elektronische Schrift in diese Richtung hin gerade optimiert, weil das eine neue Stütze der Mündlichkeit geworden ist. Aber auch nochmal die Schrift-Bild-Verbindung ist ja auch unglaublich wichtig geworden. Mir fällt jetzt gerade ein, dass zum Beispiel das Comic, eine hybride Gattung oder die Graphic Novel, ein unglaublich Siegeszug auch angetreten hat, eigentlich die Fusion dieser beiden Medien, sodass es Romane gibt, Texte gibt, also die bisher aus Schrift bestanden, die ständig übersetzt werden in diese zweite Sprache. Also man kann nicht alles auch als Graphic Novel inzwischen übersetzen. Ja. Selbst pust. Ja. Wir haben ja auch im Chat noch ein paar Fragen, die sich auf die Schriftlichkeit beziehen und beziehungsweise auf Sprachlichkeit. Da springen wir jetzt auch zeitlich wieder etwas zurück. Die eine Frage ist, ich bündel es wieder etwas, was bedeutet es für den Bruch und die Distanzierung zwischen Altertum und Alltag, wenn in der Reformation die lateinische Bibel und der lateinische Kult in die Volkssprachen überführt wird? Und dann mehr wieder auf die Schriftlichkeit bezogen. Geht das historische Bewusstsein also unmittelbar mit der Schriftlichkeit linearer Texte einher, also Mehrdimensionalität versus Eindimensionalität der Zeile? Und dann noch die Frage, wie würden Sie den weiteren Verlauf dieser evolutiven Dynamik der Schriftkultur beschreiben? Bleiben Funktionen wie die Kanonisierung prinzipiell erhalten? Und spielt deren Reflexion eine Rolle? Mit etwas Glück werden wir ja auch vielleicht einmal jemandes Altertum, merkt hier jemand an. Ja, vielen Dank. Das sind ungeheuer interessante Fragen. Ja, natürlich. Also die
Übersetzung von heiligen Sprachen in Alterssprache. Das ist nun in Vulgärsprache. Das ist nun das große, würde ich mal sagen, Projekt der Reformation. Also in der Antike galt es, die hebräische Bibel in das Griechische und dann auch das Lateinische zu übersetzen. Da muss man aber sagen, dass das Griechisch der Septuaginta und das Lateinisch der Vulgata nun ihrerseits kanonisiert wurden. So wie eben auch das Englisch der King James Bibel und das Deutsch der Lutherbibel. Die haben schon sakralen Charakter. Da hat sich die Sakralität des Urtextes auf bestimmte Übersetzungen übertragen. Also nicht auf alle, sondern bestimmte, kanonisierte. Also besonders deutlich bei dieser King James Version im Englischen. Aber das große Projekt natürlich der Reformation war, diese Tradition sozusagen aus den Händen der Priester herauszuholen und dem Volk zugänglich zu machen. Und das war ein revolutionärer Schritt, der, sagen wir, die Vielfarbigkeit und Vielsprachigkeit Europas enorm gefördert hat. Und gleichzeitig eben durch Erfindung von Schriftsprachen, neuen Schriftsprachen, auch wieder Einheit normiert hat. Ja. Denn Nationen konnten sich erst in dem Moment bilden, in dieser Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts, auch Kulturnationen, wo man eine Schriftsprache hatte, die ganzen lokalen Dialekte überformte. In England gibt es noch die Klage, die kann man noch lesen, dass sich die Leute, die im Norden oder im Süden lebten, überhaupt nicht verständigen konnten, weil diese Dialekte so unterschiedlich waren. Und in diesem Sinne hat die Schriftsprache, obwohl sie eine Vulgärsprache ist, jetzt die Menschen erreichen soll, auch gleich wieder etwas Normierendes, auf dem dann etwas Neues aufbauen kann. Ja, und die zweite Frage, da ging es um Linearität. Ich muss das nochmal hören, Entschuldigung. Ja, nein, es geht mir jetzt um historisches Bewusstsein, inwieweit das historische Bewusstsein unmittelbar mit der Schriftlichkeit linearer Texte einherging. Ja, gute Frage. Natürlich ging das einher. Also das historische Bewusstsein hängt doch sehr stark zusammen mit dem Präsentbleiben des Historischen. Also dass man weiß, das sind alte Texte, das sind alte Denkmäler, also die Geschichtsschreibung, da gibt es das große Projekt eben der Priesterschrift, also einer Kompositionsschicht der hebräischen Bibel, die eine Geschichtsschreibung ins Werk setzt, die mit der Schöpfung der Welt beginnt und in der Gegenwart endet. Also in der Gegenwart eben des Salomonischen und dann des zweiten Tempels. Eine Riesenbrücke schlägt. Und das würde ich sagen, ist ein Projekt, das ist aus dem Geist der Schrift entstanden. Die Vorgänger dieses Projekts sind die sumerischen und die ägyptischen Königslisten. Das ist eine reine Listenwissenschaft. Das stammt eben auch aus dem Geist des Archivs und der Buchhaltung. Dieses Bedürfnis, die Zeit vermessbar zu machen, die Vergangenheit vermessbar zu machen, indem man die Regierungszeiten notiert, aneinanderreiht. Und in der Priesterschrift, da sind es die Toledot, also die Generationen, A zeugte B, B zeugte C, und dann wird genau das alles addiert und man weiß also genau, wann etwas stattfand seit der Erschaffung der Welt. Und das würde ich sofort sagen, dass das Geschichtsbewusstsein und Schriftlichkeit sehr viel miteinander zu tun haben. Nun haben aber die Griechen natürlich auch geschrieben und sie haben nicht so ein Projekt ins Werk gesetzt wie die Priesterschrift in Israel. Also Herodot zum Beispiel, das Geschichtswerk des Herodot ist Oral History. Der ist überall rumgereist, hat die Leute befragt und wollte eben durch diese Befragung so ein bisschen hinter die Entstehung der Perserkriege kommen. Und
man greift da bis zu Krösus zurück, also genau um 80 Jahre. Das ist genau dieser Zeitrahmen, den wir das kommunikative Gedächtnis nennen. Das ist das, was die Leute noch im Kopf haben, worüber sie sich mit ihren Großeltern noch unterhalten haben. Das ist immer so ein Zeithorizont von 80 Jahren. Das ist sozusagen der Ursprung, die Initialzündung der griechischen Geschichtsschreibung, etwas völlig anderes. Und demgegenüber, dem steht man eben diese biblische gegenüber, die gar nichts ja, mit Oral History zu tun hat, sondern mit Archiven, ne, mit Berechnung und Chronologie. Genealogie, ja. Vielleicht noch eine Frage, die da quasi anschließt, ist so, hängen Schrift, Medium und Größe eines Kanons zusammen? Gibt es überhaupt einen zu großen Kanon und kann ein Kanon insgesamt unverständlich bleiben, aber eben durch teilweise Rezeption Parallelkanones fortbestehen? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also ein Freund von mir, der war Sinologe in Heidelberg, der kriegt den Leibniz-Preis. Also furchtbar viel Geld. Und was er machte, war, dass er den konfuzianischen Kanon kaufte. Und dafür musste aber im Sinologischen Institut in Heidelberg Platz geschaffen werden. Das waren, ich glaube, drei Räume, die da gefüllt wurden. Das ist was anderes als der biblische Kanon. Ja, das ist ein Buch. Und hier ist es eine riesen Bibliothek. Und von ähnlichen Ausmaßen ist natürlich auch der buddhistische Kanon und also nicht das Tripitaka, die drei Körbe, sondern das Mahayana, ein ungeheures Schrifttum. Also diese asiatischen Kanones, die sind ganz anders strukturiert. Und da hat man nicht das Gefühl, da gibt es irgendwelche Grenzen, die sind unbegrenzt. Und diese Grenzenlosigkeit ist natürlich nur durch Schrift möglich. Ja, also die Bücher, die kann man noch unterbringen, aber ein Gedächtnis kann das nicht mehr akkommodieren. Da sind wir so ein bisschen verwöhnt mit unserem biblischen Kanon, der so schön handlich ist. Das ist also da anders gelaufen. Ist es dann nicht eher eine Bibliothek als ein Kanon? Denn wo ist das Prinzip der Selektivität? Wir haben ja gehört, es geht immer um Auswahl, enge Auswahl und viel vergessen. Ja, das müsste man jetzt mal einen Sinologen fragen. Also das hat mich auch beschäftigt, wo ist das Prinzip der Auswahl? Also, das haben wir ja im Christentum, da gab es die Regula Fidei. Das war so ein Maßstab, nach dem man anhalten konnte an diese ungeheure Fülle von Schrifttum, die da entstand. Und der es erlaubte, die sagen wir mal, kanonisierbaren Texte abzusetzen von der Fülle eben des Heretischen und anderen. Und so ein Maßstab muss es ja auch im Buddhismus und Konfuzianismus geben. Interessante Frage, kann ich nicht beantworten, wollte nur darauf hinweisen, dass die Entwicklung ganz anders lief, dass wir aber trotzdem auch die Sinologen und Indologen und so weiter sprechen auch von Kanon. Und wenn Sie so einen Kanon kaufen, dann sind das eben Schiffsladungen voller Bücher. Ja, eine weitere Frage Autor hier fragt danach, welche Bedeutung Sie Kontingenzen beimessen, die sich aus der Praxis der Aneignung selbst ergeben. Also welche Rolle spielt Eigensinn? Ja, das sind so Fragen. ergeben sich Kontingenzen insofern, aus Interferenzen zwischen dem Eigensinn der Texte und dem Eigensinn der Rezeption der jeweiligen, die da ihren Sinn hineinlegt. Völlig klar. Und das ist natürlich historisch bedingt und in der Weise kontingent. Also das krasseste Beispiel, ja, ist die christliche Lesung der hebräischen Bibel. Die weicht ja so diametral ab von dem, was die jüdische Lesung dieses Textes ist. Also die christliche Lesung, die geheimnis ja überall Jesus Christus hinein, der da geweissagt wird. Und
Also nehmen wir nur zum Beispiel, also Jesaja, deutere Jesaja, diese Gottesknechtlieder, der Gottesknecht, der da stellvertretend für eine Gruppe leidet. Und das sind Texte, die kann man als Christ gar nicht anders lesen als deutliche Hinweise auf die Passionsgeschichte. Und die Passionsgeschichte ist wahrscheinlich schon von Jesus selbst, auf jeden Fall von den Jüngern, auch im Lichte dieser Texte gelesen worden. Da gibt es diese schöne Geschichte, nicht, von dem Kämmerer, der Kandake, also dieser Königin aus dem Morgenland, der da nach Jerusalem kommt. Und dann auf der Rückfahrt begegnet ihm der Apostel Philippus und sieht, wie dieser Kämmerer aus dem Morgenland da, der sieht das nicht so, der hört das, weil man damals laut las, der hört ihn da den Propheten Jesaja lesen. Und dann fragt ihn, verstehst du auch, was du liest? Und der Kämmerer sagt, ja, wie könnte ich, wenn mir niemand den Weg weist? Und dann setzt sich der Philippus zu ihm und erklärt ihm, um was es da geht, nämlich um Jesus Christus. Und zwar in den Kapiteln 52 und 53 des Jesaja-Buchs. Also das ist natürlich eine ungeheure, nicht so ganz, ich würde da nicht von Kontingenz reden, aber eine ungeheure Umdeutung eines alten Textes. Und sowas ist sicher oft und immer wieder passiert. Ein weiterer Fragender, der sich hier als Historiker outet, quasi als Entschuldigung, oder ich weiß nicht genau, darf das sagen als Historikerin, fragt, nimmt nochmal Bezug auf den Titel Ihres Vortrages und fragt nochmal nach, worin denn die Erfindung des Altertums genau besteht oder was diese Erfindung ausmacht. Ja. Das vielleicht nochmal in 2, 3 Sätzen kurz umreißen kann. Ja, also diesen Titel darf man jetzt nicht zu sehr auf die Goldwaage legen und diesen Begriff der Erfindung. Es ist natürlich eine Entwicklung, eine Entstehung, aber diese Entstehung, die ist nicht autopoietisch, die kommt nicht von alleine, sondern dahinter stehen Leute, die diese Texte entdecken, ja, und nun, sagen wir, für ungeheuer wichtig erklären. Und das ist also schon ein, da könnte man schon von Erfindung, es ist eine Erfindung, die auch eine Entdeckung ist, es ist eben ein Akt der kulturellen Stilisierung alter Texte zu etwas Hochverbindlichem und Wichtigem. Also in dem Sinn ist das gemeint. Also eine kulturelle Konstruktion. Das ist also so ein Altertum, das steht nicht einfach an, ja, sondern das wird in der Rezeptionsgeschichte nun als etwas enorm Wichtiges konstruiert und in dem Sinne erfunden. Genau, vielleicht kann man hier den Begriff der Renaissance, der ja auch schon vorkam, nochmal wieder herbeiziehen, denn im Grunde setzt es eine solche Renaissance voraus. Menschen, die über eine Schwelle hinweg sich das wieder aneignen. Ja. Und damit diesen Kanon neu justieren und erneuern. Aber genau die Schwelle, die da als Bruch da besteht, die erfordert eben die Renaissance. Und die Renaissance ist ja wieder eine aktive Aneignung. Es ist keine kontingente Aneignung, aber eine sehr stark formende, rückwärts formende Aneignung. Und vielleicht noch mit Blick auf die Uhr eine letzte Publikumsfrage. In Deutschland findet ja gegenwärtig in der katholischen Kirche der synodale Weg statt. Kann in solchen Reformprozessen das kulturelle Gedächtnis eher eine dynamisierende Wirkweise in Bezug auf Reformen entfalten oder eher eine entdynamisierende Wirkweise auf mögliche Reformen? Also, da kenne ich mich nun gar nicht aus. Ich bin auch kein Katholik und auch nicht so bewandert in theologischen und kirchlichen Dingen. Ich wollte aber unbedingt optieren für Dynamik. Ja? Also, je präsenter die Tradition gehalten wird, desto dynamischer wirkt sie auf die Gegenwart ein.
würde ich mal vermuten. Das ist doch eigentlich ein ganz, ganz schönes Schlusswort. Und ist ja vielleicht auch mit dem, also ich habe gerade nochmal über diesen Begriff Erfindung nachgedacht. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass immer, also das dynamische Moment immer auch wieder ein Findungsprozess natürlich angestoßen wird und damit natürlich auch wiederum der Kanon immer wieder im Sinne eines Kommentars weiter gebildet wird auch. Aber also erstmal möchte ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich nochmal für den Vortrag danken, aber auch für die wirklich anregende Diskussion und die Bereitschaft, auf diese Fragen einzugehen, was ja jetzt im Moment so ein bisschen eine hybride Situation ist. Das heißt, man hat eben nicht den Fragenden direkt vor Augen. Aber trotzdem denke ich, das war jetzt eine sehr anregende Diskussion. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich, Ihnen beiden ganz herzlich. Und ja, ich bedanke mich auch. Das waren sehr interessante Fragen. Mhm. Und ich möchte jetzt aber auf jeden Fall noch den nächsten Vortrag ankündigen am 9. Februar um 18.30 Uhr von Aleida Aßmann. Der Titel heißt Gemeinsinn, was ihn bedroht und was man dagegen tun kann. Also auch wieder, bitte? Entschuldigung, dafür tun kann. Entschuldigung, dafür tun kann. Natürlich, genau. Also was man gegen die Bedrohung tun kann und was man für den Gemeinsinn tun kann, natürlich. Ich möchte aber trotzdem auch nochmal die beiden Workshops, die sich anschließen, ankündigen. Zum einen morgen der Workshop, der ist schon voll mit Anmeldungen Studierenden und auch der Workshop, der sich dann eben an dem 10. Februar an den Vortrag von Aleida Aßmann anschließt. Jetzt bleibt mir eigentlich nur, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Es ist auch eine etwas seltsame Situation, Ihnen jetzt zuwinken zu müssen und dem Publikum letztendlich auch, das ich ja nicht sehen kann. Und trotzdem werde ich das versuchen und danke Ihnen nochmal ganz herzlich und freue mich dann auf den Februar, wo wir uns dann wiedersehen. Also, schönen Abend noch. Tschüss.